Letzte Woche haben wir uns den ersten Teil des Eisbergs angeschaut. Heute schauen wir uns die mysteriösesten Fälle aller Zeiten an. Nochmal eine kurze Erklärung für alle, die letzte Woche nicht dabei waren. Der Eisberg ist eine Art Liste, der Fälle zeigt, sortiert nach ihrer Bekanntheit. Ganz oben stehen Fälle, die jeder kennt. Ganz unten die, die unbekannt und extrem mysteriös sind. Wer Teil 1 noch nicht gesehen hat, kann das hier nachholen. Großen Dank vorab auch an alle Gastsprecher des heutigen Videos. Insolito, Pamira, Abnorm, Mythenecke, Toasty und Alex Alive. Ohne euch wäre dieses Video nicht möglich gewesen. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos, da habe ich noch eine Ankündigung für euch. Wie immer habe ich die Fälle auch als Kapitel in YouTube einsortiert, damit ihr genau wisst, wann welcher Fall rankommt. Aber lasst uns weitermachen. In Stufe 5 befinden sich viele Fälle und Mysterien, die schon deutlich weniger bekannt sind. Knapp 60% haben noch nie von diesen Fällen gehört. Kennt ihr auch alle? Little Gregory. Gregory Villemin wurde am 24. August 1980 in Frankreich geboren. Bereits in seiner frühen Kindheit erhielten die Eltern des Kindes anonyme Anrufe und Drohbriefe von einem Mann, der der Familie Rache schwor. Wofür er sich rächen wollte, ist bis heute nicht bekannt. Der anonyme Mann hatte extrem detailliertes Wissen über die Familie und am 16. Oktober 1984 verschwand Gregory gegen 17 Uhr. Um 17.30 Uhr rief ein anonymer Anrufer bei der Polizei an und sagte ihnen, dass man Gregory in einen nahegelegenen Bach werfen würde. Um 21 Uhr fand man den Jungen dann leblos in besagtem Bach. Ein Tag später ging bei der Familie dann ein Brief mit den Worten »Ich hatte meine Rache« ein. Die Polizei gab dem Täter daraufhin den Spitznamen »Der Rabe«, ein Slang für einen anonymen Schreiber in Frankreich. Im selben Jahr wurde noch der Onkel von Gregory verhaftet, da Experten sagten, dass seine Handschrift die der Briefe ähnelte. Er wurde ein Jahr später wieder freigelassen, da keine Beweise vorlagen. Im selben Jahr wurde Gregorys eigene Mutter als Autor der Briefe vermutet und Gregorys Vater erschoss seinen eigenen Bruder, der zuvor verdächtigt wurde. Nur 2 Jahre später wurde auch der Vater wieder freigelassen. Die Mutter von Gregory startete einen 11-tägigen Hungerstreik, nachdem sie verdächtigt wurde, bei dem sie ein ungeborenes Kind verlor. Sie wurde am 2. Februar 1993 als Verdächtige ebenfalls fallen gelassen. In den darauffolgenden Jahrzehnten wurden immer wieder Familienmitglieder von Gregory verhaftet und verdächtigt, doch ohne handfeste Beweise konnte niemand festgehalten werden. Bis heute ist nicht bekannt, wer Gregory damals in den Fluss warf und mittlerweile leben immer weniger Familienmitglieder, die Chance, den Fall noch zu lösen, ist also sehr, sehr gering. Stull-Friedhof. Stull ist eine Gegend in Kansas, USA. Im Jahr 1974 erschien in der Tageszeitung der Universität von Kansas ein Artikel, der behauptet, dass auf dem örtlichen Friedhof von Stull ein Tor in die Unterwelt sei, welches sich zweimal im Jahr öffnete. Einmal zu Halloween und einmal im Frühling. Dabei sei dieses Tor eins von 7, welches auf der Erde geben soll. Immer wieder soll man an diesem Ort komische Geräusche hören und Erinnerungslücken würden sich bei Menschen bilden, die zu lange auf dem Friedhof Zeit verbracht hätten. Mittlerweile wird der Ort bewacht und Menschen, die dort erwischt werden, müssen eine 1.000 $ Strafe zahlen und können bis zu 6 Monate ins Gefängnis kommen. Was es mit den merkwürdigen Geschehnissen auf dem Friedhof zu tun hat und wo dieses Tor angeblich sein soll, ist bis heute ungeklärt. Sunshine 60. Das Sunshine 60 Hochhaus ist ein Hochhaus in Tokio, Japan. Wie ihr merkt, geht es vor allem im unteren Bereich des Eisbergs immer mehr um paranormale Ereignisse. Allerdings warten hier auch noch einige wahre Fälle auf uns. Zurück aber zum Hochhaus. Das Sunshine 60 wurde 1978 vollendet. Im Inneren befinden sich verschiedene Einrichtungen, wie ein Postshop, eine Bank, eine Cafeteria und mehr. Vor allem ganz oben kann man bis zu 100 Kilometer weit schauen. Aber auch hier gibt es eine lokale Legende, dass es in diesem Haus spuken soll. Denn bevor das Sunshine 60 gebaut wurde, war auf diesem Grundstück ein Gefängnis.
Dort wurden viele berühmt-berüchtigte Menschen festgehalten. Vor allem aber die Todesstrafe für Kriegsverbrecher wurde hier bis in die 50er Jahre noch durchgeführt. Bereits während des Baus des Gebäudes berichteten Arbeiter von geisterhaften Erscheinungen. Auch passierten während der Konstruktion ständig Unfälle, bei denen viele Mitarbeiter ihr Leben verloren hatten. Noch bis heute soll man in den einsamen Gängen des Gebäudes Lachen und Gesang hören. UVB 76. Wenn man am 24. Januar 2013 sein Radio auf 4625 kHz stellte, hörte man plötzlich eine Stimme, die auf Russisch Kommando 135 initialisiert sagte. Es war nicht das erste Mal, dass dieses Signal gesendet wurde. Bereits 1982 hörte man auf dieser Frequenz Durchsagen auf Russisch. Dauerhaft brummte das Signal und alle paar Monate stoppte das Brummen für diese Durchsage. Im Jahr 1997 wird folgende Nachricht übertragen. Einige waren sich sicher, dass dies nur eine alte Aufnahme sei, die irgendwer in Dauerschleife abspielte. Aber das Brummen im Hintergrund war nicht voraufgenommen. Ab und zu hörte man Telefonate und Schritte im Hintergrund. Jemand hatte ein Mikrofon in eine Box gelegt und nahm dies alle paar Monate in die Hand, um etwas einzusprechen. Im Jahr 2010 wurde die Frequenz der Nachrichten dann immer häufiger. Eine weibliche Stimme erzählte, Morsecode sendete kryptische Zeichen und irgendwas schien dort zu passieren, wo auch immer das Signal herkam. Nach einigen Forschungen kam das Signal aus einer Basis 19 Kilometer von Moskau entfernt. Einige Neugierige reisten daraufhin dorthin und Anwohner sagten ihnen, dass das Militär bis 2010 hier war und dann über Nacht plötzlich verschwand. Dort wurde außerdem ein Buch gefunden mit Logdaten von UVB 76. Bis heute werden auf dieser Frequenz noch Nachrichten übertragen. Über einen Download kann man sich sogar auf iTunes Live alles anhören, was dort gesagt wird. Die gängigste Theorie ist, dass es sich hierbei um Kommunikation innerhalb des russischen Militärs handelt, aber ein offizielles Statement bleibt bis heute aus. Metsänpäivä. Metsänpäivä hat seinen Ursprung in Finnland. Zu Deutsch bedeutet das Wort so viel wie vom Walde umhüllt. Grob gesagt ist es dabei so etwas wie das finnische Missing 411. Menschen, die spurlos im Wald verschwinden, werden diesem Phänomen zugeordnet. Dabei sollen angeblich kleine Wesen unter dem Waldboden leben und der Wald würde Menschen regelrecht verschlucken. Diese Menschen würden dann zu einem Teil des Waldes werden und für das bloße Auge wie ein Teil eines Baumes oder Moos aussehen. Die finnischen Wälder sind groß und gefährlich. Für viele abergläubige Finnen ist diese vom Wald umhüllt werden eine einfache Erklärung für etwas, was wie bei den Missing 411 wohl nur sehr, sehr schwer zu erklären ist. Fear Lieth. Fast jedes Land der Welt hat seinen eigenen Bigfoot oder Yeti. So auch Schottland. Dort heißt das Wesen Fear Lieth, übersetzt der graue Mann. Die Wahrscheinlichkeit für eine reale Existenz des grauen Mannes ist hierbei sehr gering. Einige glauben trotzdem an ihn und es existieren Fotos von ungewöhnlich großen Fußabdrücken, von denen man glaubt, dass sie zum grauen Mann gehören. Seit knapp 100 Jahren suchen die Menschen in Schottland nach diesem Wesen. Dabei wurde es noch nie vor einer Kamera gesichtet und jeder muss für sich selbst entscheiden, ob er an ein solches Wesen glaubt oder nicht. Nazca-Mumien. Im Jahr 2018 machte die Meldung die Runde, dass 5 Mumien gefunden wurden, die nur 3 Finger besäßen. Russische Forscher behaupteten weiterhin, dass die Anatomie dieser Mumien nicht die eines Menschen sein würde. Neben den 3 Fingern hätten sie außerdem runde Rippen und einen merkwürdigen Halswirbel. Wissenschaftler aus aller Welt zweifeln an der Echtheit dieser Untersuchung und glauben eher an Grabräuber, die diese Mumien aus vielen Menschenteilen zusammengebaut hatten. Laut den russischen Wissenschaftlern soll es sich hierbei den Mumien um eine Spezies handeln, die weit vor den Menschen gelebt haben soll. Dabei bezieht sich der leitende Wissenschaftler auf Zeichnungen in Peru, bei denen Figuren mit nur 3 Fingern dargestellt werden. Die wahrscheinlichste Theorie ist die der Grabräuber, aber solange keine Beweise vorliegen, bleibt das Schicksal der 5 Wesen ungeklärt. Mount Nyangani. Der Mount Nyangani ist der höchste Berg in Simbabwe.
Von Zeit zu Zeit bildet sich auf diesem Berg ein dicker, undurchsichtiger Nebel und dann passiert es. Menschen verschwinden spurlos. Bei den Einwohnern der Gegend gilt der Berg als ein heiliger Ort. Bevor man ihn betritt, muss man die Ältesten des Dorfes nach Erlaubnis fragen. Menschen, die einfach loslaufen, werden desorientiert und verwirrt, fallen hinunter und werden vom dichten Nebel verschlungen. Ein Anwohner der Gegend schrieb dazu Folgendes: Wieso die Leute verschwinden, ist ein Mysterium. Die, die wieder auftauchen können, sich kaum an ihre Zeit auf dem Berg erinnern. Es ist eine uralte Norm, die immer eingehalten werden muss. Ich gebe zwar zu, dass Dinge wie das schlechte Wetter ein Faktor sein können, aber wieso findet man dann nie jemanden? Meine Antwort ist simpel. Ich glaube an etwas Übernatürliches in den Bergen. Zuerst dachte ich, da lebt vielleicht ein Kult, aber mittlerweile habe ich verstanden, dass dort etwas sehr Mysteriöses passiert. Georgia Guidestones. Die Georgia Guidestones sind eine Formation aus Steinen in Georgia, USA. Sie werden oft als das amerikanische Stonehenge bezeichnet. Auf den Steinen selbst sind in verschiedenen Sprachen 10 neue Gebote geschrieben, die laut Interpretation für eine Welt nach der Apokalypse gedacht sein sollte. Es begann damit, dass ein Mann mit einem falschen Namen die Steine in Auftrag gab. Er sagte, dass er für eine Gruppe Amerikaner arbeite, die lieber unbekannt bleiben möchte und das Ganze schon seit fast 20 Jahren geplant hatte. Die 10 Gebote, die darauf standen, waren die folgenden. Erstens: Es sollte immer weniger als 500 Millionen Menschen geben, um Balance mit der Natur zu halten. Zweitens: Reproduktion sollte weise behandelt werden. Fitness und Vielfalt sollte verbessert werden. Drittens: Eine neue Sprache soll die Menschheit verbünden. Viertens: Herrsche mit Glaube, Tradition und Passion. Fünftens: Beschütze Menschen und Nationen mit fairen Gesetzen. Sechstens: Lasst Nationen sich selbst regeln und Weltprobleme vor einem Weltgericht. Siebtens: Vermeidet unnötige Ämter. Achtens: Stellt Balance zwischen persönlichen Rechten und öffentlichen Verantwortungen her. Neuntens: Wahrheit, Schönheit und Liebe sollten endlos sein. Zehntens: Seid kein Krebs auf dieser Erde. Lasst Platz für die Natur. Lasst Platz für die Natur. Wer genau diese Gruppe Amerikaner sein soll, warum diese Steine in Georgia gebaut werden sollten und was die einzelnen Gebote bedeuten sollen, ist bis heute ein Mysterium. OOP Arts. OOP Arts ist eine Abkürzung, die für Out of Place Artifacts steht. Das bedeutet, wenn Artefakte gefunden werden, die dort nicht hingehören, sei es, weil sie nicht zur damaligen Zeit passen oder von der Bauart her unpassend für die Gegend sind. Ein Beispiel dafür war der Mechanismus von Antikythera, aber es gibt noch mehr solcher Gegenstände, wie zum Beispiel das Tuch von Turin. Ein Tuch, welches wie ein Negativfoto funktioniert. Einige behaupten, dass man auf diesem Tuch das Abbild von Jesus sieht. Bis heute ist nicht bekannt, wie das Tuch entstanden ist. Kristallschädel. Diese Schädel stammen aus dem 19. Jahrhundert, hätten mit der damaligen Technik aber nicht herstellbar sein können. Inka-Steine. Steine, die Inka-Krieger im Kampf mit Dinosauriern zeigten. Eine Unmöglichkeit laut aktuellen Kenntnissen der Wissenschaft. Die Liste geht noch weiter, aber bei keinem kann man mit Klarheit die ganze Geschichte erklären. Great Amherst Mystery. Im Jahr 1878 beschwerte sich eine Familie über geisterhafte Ereignisse in ihrem Haus. Klopfen und Schläge konnten an den Wänden gehört werden. Eine Anwohnerin soll sogar Anfälle in der Nacht bekommen haben. Sogar Möbel im Haus sollen geschwebt haben. Das Ganze wurde festgehalten von Walter Hubble, der das Ganze aufklären wollte und deshalb einen Log darüber führte, was in diesem Haus passierte. Was schnell auffiel, war, dass die Ereignisse im direkten Zusammenhang mit Esther Cox waren, die auch in dem Haus lebte. Auf ihre Fragen bekam sie in Form von Klopfen direkte Antworten. Eines Tages wurde sie aber krank und die Ereignisse hörten auf. Nachdem sie aber zurück im Haus war und wieder gesund wurde, fing alles von vorne an. Unerklärliche Brände fingen im Haus an, wenn sie nur in der Nähe war. Viele glaubten, dass sie verantwortlich war und es gar keine Geister dort gäbe. Hubble selbst bestätigte aber, dass er das Phänomen beobachten konnte und Esther dabei zu 100% nicht verantwortlich dafür sein konnte.
Esther Cox wurde später wegen einer Brandstiftung an ihrem Bauernhof zu 4 Monaten Haft verurteilt. Danach hörte man nichts mehr von dem Phänomen und sie verstarb im Jahr 1912. Baltic Sea Anomaly. 2011 wurden Sonarfotos am Grunde der Ostsee gemacht. Verantwortlich dafür war der Forscher Peter Lindberg. Gemeinsam war er mit seinem Team der Ocean X an der Ostsee, um dort nach versunkenen Schätzen zu suchen. Eigentlich suchten sie nach einem versunkenen Schiff in der Hoffnung, alten Whisky zu finden, als sie dieses Sonarfoto machten. Das Objekt habe hierbei einen 60 Meter Durchmesser und sei definitiv kein natürliches Vorkommen. Da sie die Bilder erst später sahen, wollten sie zurückkehren, doch ihre Technik funktionierte nicht mehr, als sie sich dem Objekt nähern wollten. Forscher sagen dazu, dass dies durch Vulkangestein und andere abgetragene Steinsorten entstanden sein kann. Andere behaupten, es handelt sich bei dem Objekt um ein UFO oder sowas. Im Jahr 2019 wurde beschlossen, dass sie eine erneute Tour dorthin machen wollten. Bisher geschah dies aber noch nicht. Bis dies passiert ist, kann man nicht genau klären, was dort am Grund der Ostsee liegt. Pale Crawler, Illinois, 2017. Für diesen Vorfall würde ich euch gern die originale Geschichte zu diesem Zwischenfall vorlesen. Es geht um Josh, der im Jahr 2017 mit Freunden auf einem Wanderweg unterwegs war. Sie gingen öfter diesen Weg entlang, es war also nichts Neues für die Gruppe. Es war kein richtiger, gepflasterter Weg, sondern eher eine Art Wildpfad, der durch das Trampeln auf Gras entstanden ist. Josh hatte eine Taschenlampe dabei, seine Freunde nicht. Josh richtete seine Taschenlampe links von sich in den Wald und achtete nicht wirklich auf den Pfad vor sich, denn normalerweise sah er nichts Seltsames auf dieser Strecke. Doch bald hörte er einen seiner Freunde keuchen und als er zu ihm herübersah, sah er im Schein der Taschenlampe, dass etwas am Rande des Weges hockte. Das Wesen befand sich auf der linken Seite des Weges und blickte in die Richtung der Gruppe. Es schien sehr wachsam, aber erstarrt zu sein, als es die Gruppe sah. Weder Josh noch seine Freunde wollten weitergehen, weshalb sie beschlossen umzudrehen. Sie rannten knapp 10 Meter zurück, als der Erste sich nochmal umdrehte. Das Wesen war nirgends mehr zu sehen. Josh meldete den Vorfall der Polizei und vor Ort beschrieb er das Wesen als grauhäutig und klein. Es war muskulös und hatte eine menschenähnliche Figur, nur die Beine erinnerten irgendwie an einen Frosch. Die Augen seien hierbei angeblich schwarz gewesen. Seitdem gab es über 25 Sichtungen der grauen Kreatur. Gefasst werden konnte sie allerdings noch nicht. In Stufe 6 befinden sich viele Fälle und Mysterien, die schon deutlich weniger bekannt sind. Knapp 70% haben noch nie von diesen Fällen gehört. Kennt ihr auch alle? Lake Anjikunidorf. Es ist ein kalter Novembertag in Kanada. Ein Jäger namens Joe LaBelle ist gerade in der Nähe des Lake Anjikuni unterwegs. Er weiß, dass in der Nähe ein Inuit-Dorf ist, weshalb er sich auf die Suche nach dem Dorf macht. Als er dort ankommt, sieht er, dass das komplette Dorf verlassen ist. Gekochte Mahlzeiten, Beute und Klamotten waren überall verteilt. Sogar im Wasser standen noch Boote, die kurz davor waren abzulegen. Auch die Gräber des Dorfes waren geöffnet worden und die Verstorbenen waren spurlos verschwunden. In einigen Käfigen findet er dann verhungerte Hunde. Er reist daraufhin weiter zu einem Ort in der Nähe, um den Vorfall zu melden. Der Sheriff der Stadt kann daraufhin herausfinden, dass Anwohner einen großen Gegenstand über dem Dorf haben fliegen sehen, welcher in ein helles Licht verschwand. Das Dorf sei wohl schon seit 8 Wochen komplett verlassen zu sein. Wo die Anwohner des Dorfes hin sind und was für ein Gegenstand über dem Dorf geschwebt ist, ist bis heute nicht geklärt. Die Erdstelle. Überall in Deutschland gibt es hunderte von Tunneln, die im Mittelalter gegraben wurden, die im Nichts enden und niemand weiß bis heute, was der Zweck dieser Gänge war. In manchen Gegenden Deutschlands nennt man diese Tunnel auch Alraunhöhle oder Schratzelloch. Die Tunnel sind meist sehr niedrig, weshalb ein erwachsener Mensch nur geduckt darin laufen kann. Diese Gänge führen auch immer ins Nichts, ein zweiter Eingang gibt es nicht. Die Tunnel sind definitiv zu klein für einen Keller oder um dort zu leben. Auch als Schutz vor Angreifern wären diese Tunnel nicht geeignet. Manche Theorien gehen von der Art Lagerung von Lebensmitteln aus.
Insgesamt gibt es allein in Bayern über 700 solcher Tunnel. Eine weitere Theorie behauptet, dass es sich dabei um symbolische Leergräber handeln soll. Ein Ort für die Ahnen der Bewohner. Leider gibt es hierzu keine historischen Belege und der wahre Zweck der Erdstelle konnte nie geklärt werden. Bonnie Bridge. Bonnie Bridge ist ein kleiner Ort in Schottland. Bekannt ist er allerdings für seine angeblichen UFO-Sichtungen. Laut einem Artikel aus dem Jahr 2021 werden in Bonnie Bridge über 300 UFO-Sichtungen pro Jahr gemeldet. Dabei melden einige Besucher des Ortes große Kugeln aus Licht, die über der kleinen Stadt schwebten. Die Bevölkerung fordert schon seit längerem eine offizielle Untersuchung, bis heute wurde aber keine gestartet, weshalb unbekannt ist, was es mit den 300 UFO-Sichtungen pro Jahr in Schottland auf sich hat. Rupkund Knochensee. Der Rupkundsee liegt in Indien, genauer gesagt im indischen Teil des Himalayas. Dort liegt der See auf einer Höhe von knapp 5000 Metern. Erstmals wurde dieser See 1942 entdeckt. Das Mysteriöse ist, dass der Grund und die umliegende Gegend übersät von menschlichen Knochen ist. Einige sind durch die Kälte so gut erhalten, dass noch Fleisch an ihnen zu finden ist. Man geht davon aus, dass bis zu 800 Menschen dort liegen. Bis heute hat die Wissenschaft keine Antwort darauf, wer diese Menschen waren, wie sie dorthin kamen, was mit ihnen passierte und wo sie ursprünglich lebten. Die Theorien reichen von einem verschwundenen König über Soldaten bis zu einer rituellen Begräbnisstelle. Alle Knochen stammen von Männern, die zwischen 35 und 40 Jahre alt waren. Eine neue Studie fand heraus, dass zwischen den ältesten und neuesten Überresten knapp 1000 Jahre liegen. Sie fanden aber auch heraus, dass einige der Menschen aus Südasien stammten und andere wiederum aus Europa. Bis heute ist unklar, was dort passierte, und eine Lösung auf dieses Rätsel ist noch in weiter Ferne. Mokele Mbembe. Ein weiteres Mythenwesen auf diesem Eisberg ist der Mokele Mbembe. Angeblich soll das Wassertier im Kongo leben und einem Dinosaurier vom Aussehen her ähneln. Das erste Mal wurde 1909 von diesem Wesen berichtet. Bereits zuvor gab es einige Sichtungen von dinosaurierähnlichen Kreaturen, die in den Wäldern von Afrika unterwegs gewesen sein sollen. Einige Afrikaner glauben, dass das Wesen schon vor Jahrzehnten verstorben sei. Als ein Forscher dort war, zeigte ein Einwohner ihm ein Foto eines Rhinozerosses und sagte, dass das der Dinosaurier war. Woher die Geschichte ursprünglich kommt, ist nicht bekannt. Bis heute gibt es allerdings keine Beweise für die Existenz der Kreatur und sie ist höchstwahrscheinlich nicht echt und über die Jahre wurde die Geschichte von einem normalen Tier immer mehr zu der eines Mythenwesens. Phoenix Lights. Es ist der 13. März 1997. Ein Mann sieht um 18.55 Uhr abends ein Flugobjekt in der Form eines Vs im Himmel über Henderson, Nevada. Kurze Zeit später meldet auch ein Polizist aus Arizona, dass er das Flugobjekt gesehen habe. Immer mehr Menschen meldeten sich bei den örtlichen Behörden, dass sie merkwürdige Lichter am Himmel sahen. Es existieren sogar einige Videos von diesen merkwürdigen Lichtern. Gestartet waren diese Lichter in Henderson, Nevada. Danach wurden sie in Prescott Valley gesichtet, bevor sie schließlich nach Phoenix weiterzogen. In Phoenix wurden sie dann von einem LKW-Fahrer gesichtet, der dazu Folgendes sagte: "Ich werde nie wieder der gleiche sein. Hätte mir zuvor jemand gesagt, dass er ein UFO gesehen hat, dann hätte ich ihm gesagt, dass ich an die Zahnfee glaube. Aber jetzt habe ich eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Ich bin vielleicht nur ein dummer Truckerfahrer, aber ich habe etwas gesehen, was nicht hierher gehört." Die Lichter sollen hierbei über 2 Stunden an einem Ort gewesen sein. Danach wurden sie wieder auf dem Weg nach Los Angeles von einem Mann gesehen, der sofort die Polizei rief. Dann verschwanden die Lichter spurlos. Über die Jahre gab es immer wieder Erklärungsversuche. Eine Version sagt, dass es nicht ein großes Objekt war, sondern mehrere verschiedene Flugzeuge, die nebeneinander flogen. Was genau diese Flugobjekte aber sein sollen, kann diese Theorie nicht erklären.
Eine andere Version ist, dass es sich hierbei um Leuchtraketen von einem Militärtestflug handelte, welche einfach extrem langsam gefallen sind und es daher so aussah, als würden sie über der Stadt schweben. Ein Pilot bestätigte dies sogar 2007, dass er in der Nacht Leuchtraketen abgeworfen hatte. Offiziell ist das Ereignis aber bis heute ungeklärt und selbst wenn es kein UFO war, wieso hat die Regierung bis heute keinen einzigen Zeugen befragt oder ein öffentliches Statement hierzu abgegeben? Pennsylvania Rain Man. Der Rain Man, besser bekannt als Don Decker, besuchte am 24. Februar 1983 die Beerdigung eines Mannes namens James. James hatte Don missbraucht, seit er 7 Jahre alt war. Don saß zum Zeitpunkt der Beerdigung außerdem im Gefängnis, durfte aber für diese Gelegenheit raus und sogar die Nacht auf freiem Fuß verbringen. In dieser Nacht schlief er bei Freunden, denn seine Eltern sprachen nur Positives von James, was Don wütend machte. Als er also bei seinen Freunden gerade schlief, fing die Wand plötzlich an zu tropfen. Nach einiger Zeit fing auch die Decke an zu tropfen und der Vermieter wurde informiert. Dieser war extrem überrascht davon, wie viel Wasser aus der Wand kam. Zuerst ging man von einem geplatzten Rohr aus, allerdings fanden sie schnell heraus, dass an dieser Wand keinerlei Rohre langliefen. Außerdem tropfte das Wasser nicht nur herunter, es lief auch an einer Wand seitwärts entlang. Es wurde immer mehr Wasser und die Polizei wurde gerufen. Da sie nicht dort übernachten wollten, gingen sie in ein benachbartes Restaurant. Als sie das Haus verließen, hörte das Wasser plötzlich auf zu fließen. Im Restaurant angekommen, fing auch dort dann das Wasser an, aus den Wänden zu fließen. Die Besitzerin des Restaurants war sich sicher, Don war besessen. Als er ein Kruzifix berührte, verbrannte dies auch seine Haut. Polizisten bestätigten diese Sichtung und auch, dass er wie von Geisterhand durch den Raum geworfen wurde und sein Hals anfing zu bluten, als hätte ihn jemand gekratzt. Ein Priester wurde gerufen, der einen Exorzismus an ihm ausübte. Danach verschwand das Wasser von den Wänden und Don kehrte zurück ins Gefängnis. In seiner Zelle tauchte das Wasser aber plötzlich wieder auf. Zwei Mitarbeiter des Gefängnisses und ein Insasse bestätigten diese Sichtung. Wieder wurde ein Priester gerufen, der Don segnete und diesmal verschwand das Wasser für immer. Bis heute ist das Ereignis nicht aufgeklärt. Die Polizei glaubt, dass es sich hierbei um eine übernatürliche Kraft gehandelt habe. Don selbst wurde im Jahr 2012 wegen Brandstiftung erneut verhaftet. Bedroom Visitor. Bei den sogenannten Bedroom Visitor soll es sich um ein Phänomen handeln, bei dem Menschen nachts aufwachen und eine schattenhafte Gestalt in ihrem Schlafzimmer steht. Meistens haben die Betroffenen schon beim Einschlafen das Gefühl, nicht allein in ihrem Raum zu sein. Dabei unterscheidet man zwischen einer klassischen Schlafparalyse und einem Erscheinen der Bedroom Visitor. Oft haben mehrere Personen in derselben Nacht dieses Phänomen und sie gleichen sich bis ins kleinste Detail bei ihren Erzählungen. Dabei soll ein Mann im Mantel und Hut vor dem Bett erscheinen und die Betroffenen anstarren. Einige Augenzeugenberichten hat der YouTuber Mythenmetzge auf seinem Kanal behandelt. Eine Erklärung, wieso dieses Phänomen weltweit stattfindet, gibt es bis heute allerdings nicht. In Stufe 7 befinden sich viele Fälle und Mysterien, die wenige kennen. Knapp 80% haben noch nie von diesen Fällen gehört. Kennt ihr auch alle? Hinterkaifeck. Wieder ein deutscher Eintrag auf diesem Eisberg ist Hinterkaifeck. Hinterkaifeck selbst war im 20. Jahrhundert ein Einödhof, auf dem 6 Personen lebten. Da war das Bauernehepaar Andreas und Cecilia Gruber, deren Tochter Viktoria und ihre Kinder Cecilia sowie Josef. Zusätzlich zu der Familie lebte außerdem die Magd Maria Baumgartner auf dem Hof. Der Hof selbst lag in Bayern. Im Jahr 1922 sollte sich dort allerdings eine grauenhafte Tat abspielen. In der Nacht vom 31. März auf den 1. April nahm ein bis heute Unbekannter allen 6 Menschen auf dem Hof das Leben. Auch noch bis heute kann man den Tathergang nicht zweifelsfrei rekonstruieren. Bereits vor der Tat hatte es merkwürdige Geschehnisse auf dem Hof gegeben. Über die Jahre gab es einige Verdächtige, aber es konnte nie ein Schuldiger ausgemacht werden. Der komplette Fall ist extrem verzwickt und viele verschiedene Faktoren fließen in ein mögliches Motiv des Täters ein, weshalb wir zu diesem Fall in diesem Jahr noch ein eigenes Video auf dem Kanal von Seriously Crime sehen werden.
Hessdalen-Lichter. Die Lichter von Hessdalen ist ein Phänomen, welches seit dem Jahr 1981 immer wieder auftritt. Dabei sollen in der Umgebung des Hochtals Hessdalen, welches in Norwegen liegt, Lichter auftauchen, die sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit über den Himmel bewegen. Manchmal sollen diese Lichter auch bis zu eine Stunde lang am selben Ort stillstehen. 2007 wurde herausgefunden, dass es sich bei den Lichtern um eine Mischung aus Sauerstoff, Stickstoff, Natrium und Scandium handeln müsse. Wie genau die Lichter aber entstehen, ist bis heute ungeklärt. Auch wieso sie sich so bewegen oder woher sie ihre Energie beziehen, kann nicht geklärt werden. Zone of Silence. Es gibt eine Zone in Mexiko, in der es laut einigen Legenden nicht möglich ist, Radiosignale zu empfangen oder irgendeine drahtlose Kommunikation aufzunehmen. Der Ursprung dieser Legende ist, dass in den 70er Jahren eine Rakete des US-Militärs dort abgestürzt war, welche radioaktives Material bei sich trug. Danach sollen merkwürdige Anomalien in der Gegend aufgetreten sein, wie zum Beispiel eine merkwürdige Fauna. Zumindest erzählen das Wachmänner, die die abgestürzte Rakete damals bewachen sollten. Zumindest der Fakt, dass dort Kommunikation über drahtlose Geräte nicht möglich ist, ist wahr. Was das Ganze mit der Rakete zu tun hat und wieso ausgerechnet dort scheinbar keine Radiowellen ankommen, kann bis heute nicht geklärt werden. Wer will, kann aber selbst in die Zone of Silence nach Mexiko reisen. Pentagon-UFO-Videos. Im Jahr 2017 wurde an die New York Times drei Videos geleakt, die offenbar von US Army Jets aufgenommen wurden. Drei Jahre später, im Jahr 2020, wurde dann allerdings von der US-Regierung bestätigt, dass es sich hierbei um echte Aufnahmen handelt und mindestens zwei der Videos unidentifizierte Flugobjekte zeigen. Die drei Videos zeigen dabei das Folgende. Bis heute versuchen einige Erklärungen für diese Videos zu finden. Offiziell gibt es aber noch keine. The Gulf Breeze 6. Dieser Eintrag auf dem Eisberg beschreibt nicht nur eine UFO-Sichtung, sondern auch eine mögliche Verschwörung. Wie man dies interpretiert, ist aber jedem selbst überlassen. Im Jahr 1987 wurden Fotos in einer Zeitschrift veröffentlicht, die angeblich UFOs zeigen sollen. Geliefert wurden diese Bilder von einem Mann namens Ed Walters. Einige glaubten an die Echtheit der Fotos, andere zweifelten und kritisierten Walters stark dafür. Im Jahr 1990 zog Walters mit seiner Familie um. Die Familie, die nach ihm in sein Haus zog, fand auf dem Dachboden ein UFO-Modell aus Pappe, das dem aus den Fotos sehr ähnelte. Der neue Bewohner war sogar in der Lage, die Fotos von Walters damit nachzustellen. Walters selbst behauptet seitdem fest, dass dieses Modell auf seinem Dachboden platziert wurde, um etwas zu verheimlichen und ihn bloßzustellen. Was glaubt ihr? Wollte Walters schnell Geld mit den UFO-Fakes machen? Oder hat doch jemand ihm das Modell untergejubelt, um ihn ins Lächerliche zu ziehen? Headless Valley. Der Nahanni National Park in Kanada kann nur per Boot erreicht werden. Dadurch ist er exklusiver als andere Nationalparks.
Aber nicht nur deshalb ist der Park ein beliebtes Ziel für Wanderer, sondern auch wegen der düsteren Legenden, die man sich dort erzählt. Im Jahr 1904 machte sich eine Gruppe erstmals auf den Weg in den Park. Man erzählte sich, dass es dort Gold gäbe. Sie wurden auch fündig und kehrten als reiche Männer zurück nach Hause. Einem Mitglied der Expedition reichte dieses Gold aber nicht, weshalb er zurückkehren wollte in den Park. Er wurde daraufhin nie wieder gesehen. Erst Jahre später suchte ein Mann nach den Vermissten. In der Nähe eines verlassenen Camps fand man dann ein Skelett, dem der Kopf fehlt, weshalb dieser Park den Spitznamen Headless Valley, also kopfloses Tal, bekam. Doch er war nicht der einzige, der verschwand. Im Jahr 1917 verschwand ein schottischer Forscher. Jahre später wurde auch sein Skelett ohne Kopf gefunden. Es gibt hunderte Berichte von solchen Funden und Verschwinden in diesem Park, aber auch Flugzeuge stürzten hier in den Bergen ab. Bis heute gibt es Erzählungen von Sichtungen von wilden kryptiden Wesen und anderen Mysterien, die sich alle in diesem Park abspielten. Was genau es mit den meisten Fällen auf sich hat, ist bis heute das Geheimnis des Parks. Dark Watchers. Während der Besiedlung von Amerika reisten einige Spanier in das Santa Lucia-Gebirge in Kalifornien. Dort machten die Spanier eine Sichtung, die sie heute als die dunklen Beobachter bezeichnen. In einem alten Buch wurde folgender Vorfall beschrieben. Pepe schaut jede Minute misstrauisch zurück. Sein Blick suchte die Spitzen der vor ihm liegenden Bergkämme ab. Auf einem weißen, kahlen Felsvorsprung sah er für einen Moment lang eine schwarze Gestalt. Aber er wandte sich schnell ab, denn es war einer der dunklen Wächter. Niemand wusste, wer die Wächter waren und wo sie wohnten, aber es war besser, sie zu ignorieren und sich nicht für sie zu interessieren. Sie störten niemanden, der auf seinem Weg blieb und sich nur um seine eigenen Angelegenheiten kümmerte. Die dunklen Wächter wurden in dieser Gegend immer öfter gesehen und sogar bis in die 1960er Jahre gab es noch Augenzeugenberichte. Einige Wissenschaftler versuchten dieses Phänomen durch Halluzinationen oder Lichttricks zu erklären. Allerdings gibt es bis heute keine definitive Antwort. In Stufe 8 befinden sich viele Fälle und Mysterien, die die wenigsten kennen. Knapp 90% haben noch nie von diesen Fällen gehört. Kennt ihr alle? Gloria Ramirez. Es ist der Abend des 19. Februars 1994, als gegen 20 Uhr eine Frau in das Riverside General Hospital eingeliefert wird. Ihr Name ist Gloria Ramirez, sie ist 31 Jahre alt. Vor wenigen Stunden beschwerte Gloria sich über Atemnot, Übelkeit und Herzrasen, weshalb sie einen Krankenwagen riefen ließ. Im Krankenhaus selbst ging es Gloria immer schlechter. Nach nur wenigen Stunden erlitt sie einen Herzinfarkt und musste auf die Intensivstation gebracht werden. Dort versuchte ein Arzt, ihr Blut zu nehmen, und damit begann das Mysterium der Gloria Ramirez. Der Arzt und die anwesende Krankenschwester rochen plötzlich Knoblauch. Der Duft kam von einer öligen Substanz, die Gloria auf dem Körper hatte. Die Krankenschwester fiel in Ohnmacht und eine zweite Schwester nahm ihr Blut. Dabei merkte sie, dass ihr Blut nach Ammoniak roch und merkwürdige Kristalle darin schwammen. Auch die zweite Krankenschwester wurde daraufhin ohnmächtig. Immer mehr Mitarbeiter des Krankenhauses fielen in Ohnmacht, weshalb die Intensivstation geräumt werden musste. Gloria selbst verstarb um 21 Uhr. Da Gloria außerdem an Krebs litt und viele Medikamente nahm, wurde diese als offizielle Todesursache eingetragen. Doch woher die Kristalle in ihrem Blut kamen, was die ölige Substanz war und was den Gestank verursachte, konnte bis heute nicht geklärt werden. Untersberg. Der Untersberg ist ein Grenzgebiet zwischen Berchtesgaden und Österreich. Vor allem ist dieses Gebiet aber bekannt für die vielen Mythen und Legenden, die hier zu Hause sind. Der Berg selbst hat viele kleine Kammern und Höhlen. Erst 1996 wurde eine komplett neue Höhle dort entdeckt. Für viele ist der Untersberg ein Ort der Macht. Laut einigen Aussagen soll der Berg aber Menschen verschwinden lassen. Manchmal nur für wenige Minuten, manchmal für einige Monate. Für die Betroffenen selbst soll dabei keine Minute vergangen sein. Eine weitere Legende um den Berg sei, dass im Inneren ein alter Kaiser ruht, der auf seine Auferstehung wartet.
Viele Schauergeschichten, die seit Jahrhunderten erzählt werden, um Fremde fernzuhalten. Woher diese Geschichten kommen, ist bis heute ungeklärt. Les Loyons. Kommen wir von Österreich nun zur französischen Schweiz. Dort soll es in einem Wald in der Nähe von Fribourg einen Mann in Gasmaske geben, der die Wälder durchstreift. Erstmals wurde er 2003 dort gesehen, allerdings sollte es nochmal 13 Jahre dauern, bis jemand ein Foto von ihm machen konnte. Die Polizei fahndet dabei schon seit Jahren nach dem Mann, den die Anwohner nur Les Loyons nannten. Wer hinter der Maske steckt, ist bis heute ungeklärt. Einige Menschen behaupten, dass er ein Prepper sei, der sich auf den Weltuntergang vorbereiten würde. Andere sagen, dass er ein Brandopfer ist und er mit der Maske seine Brandnamen verstecken würde. Trotz seines gruseligen Aussehens soll er aber harmlos sein. Noch nie gab es gewaltvolle Auseinandersetzungen mit ihm. Bis die Polizei Les Loyons also fasst, kann nur spekuliert werden. Lonnie Zamora Zwischenfall. Es ist der 24. April 1964, gegen 17.45 Uhr, als bei der Polizei in New Mexico ein Funkspruch von Sergeant Lonnie Zamora eingeht. Er sagt, dass er einen möglichen Autounfall untersuchen würde. Kurz danach ging ein weiterer Funkspruch ein, dass der Dispatcher aus dem Fenster sehen soll und ihm sagen soll, ob er auch das da draußen sieht. Als der Dispatcher fragt, was Zamora sehen würde, sagte dieser, dass ein Objekt bei ihm sei, das wie ein Ballon aussehen würde. Der Dispatcher fuhr zu Zamora, wo beide nur noch brennendes Gras auf dem Boden fanden. Zamora gab danach das folgende Statement ab, dass er ein Fahrzeug verfolgte, als er plötzlich eine Flamme im Himmel sah. Er dachte, dass ein Dynamitlager in der Nähe explodiert war, weshalb er die Verfolgung abbrach und zum Unfallort fuhr. Dort sah er dann ein Luftballon-ähnliches silbernes Objekt in der Wüste stehen. Neben dem Objekt standen außerdem zwei Menschen in weißer Kleidung. Kurz daraufhin sei das Objekt abgehoben und verschwunden. Der Vorfall konnte nie geklärt werden. Eine Theorie ist, dass es ein Streich von Studenten war, aber es konnte nie bewiesen werden. Zamora verstarb 2009 an einem Herzinfarkt. Nürnberger Flugblatt von 1561. Am frühen Morgen des 14. April 1561 sehen laut eines alten Nachrichtenartikels viele Menschen über dem Himmel von Nürnberg Objekte im Himmel, die miteinander kämpften. Nach einiger Zeit erschien sogar ein riesiges, schwarzes Dreieck. Viele Objekte stürzten bei diesem Kampf auch auf den Boden ab. Dabei soll es sich um mehrere hundert Objekte gehandelt haben. Das Ganze wurde auch von hunderten Menschen beobachtet und in einer damaligen Illustration wurde das Ganze sogar festgehalten. Dies soll aber nicht die einzige Sichtung dieser Art gewesen sein. Basler Flugblatt von 1566. In Basel im Jahre 1566 sollen erst die Sonnenaufgänge ungewöhnlich gewesen sein und schließlich wurde von einer Himmelserscheinung berichtet. Wie schon in Nürnberg sollen hier Kugeln am Himmel erschienen sein und gegeneinander gekämpft haben. Diese Flugblätter sind allerdings kritisch zu sehen, denn gerade im 15. und 16. Jahrhundert waren solche Flugblätter extrem beliebt und weit verbreitet. Auch geht man heute davon aus, dass es sich hierbei um religiöse Interpretationen gehandelt habe und es sich um nichts mehr als Mahnschriften handeln würde. Genau kann es heute nicht mehr gesagt werden, aber es herrscht noch eine hitzige Diskussion zwischen denen, die glauben, dass es damals eine Schlacht im Himmel über der Erde gab, und denen, die daran glauben, dass es alles übertriebenes Hörensagen sei. In Stufe 9 befinden sich viele Fälle und Mysterien, die niemand kennt. Nur 1% der Menschen kennen alle Fälle auf dieser Stufe. Wer hat Bella in die Bergulme gesteckt? Es ist das Jahr 1943 in Wychbury Hill, England. Eine Gruppe von Kindern, bestehend aus Robert, Thomas, Bob und Fred, waren gerade in der Natur unterwegs, weil sie Vogeleier aus ihren Nestern stehlen wollten. In einem umliegenden Wald sahen sie dann eine Bergulme, auf Englisch Witch Elm. Sie dachten sich, dass dieser Baum der perfekte Ort für ihre Jagd sei, also kletterte eins der Kinder den Baum hinauf. Als er gerade hochkletterte, konnte er sehen, dass der Baum von innen hohl war. Fast hohl zumindest, denn im Inneren befand sich ein Schädel.
Der Junge dachte erst, dass dieser von einem Tier stammen müsste. Allerdings hingen noch Haare und Zähne an ihm fest, wodurch klar wurde, dass es sich hierbei um einen Menschen handeln müsse. Da sie illegal auf diesem Gebiet waren, legten sie den Schädel zurück und rannten nach Hause. Doch Thomas hatte ein schlechtes Gewissen und erzählte seinen Eltern alles. Die Polizei wurde gerufen und diese fand fast das komplette Skelett eines jungen Mädchens, das schon mindestens 18 Monate in diesem Baum gewesen sein muss. Zahnärzte im ganzen Land wurden kontaktiert, um anhand der Zähne vielleicht herauszufinden, wer das Mädchen war, jedoch ohne Ergebnis. Wenig später sprühte ein bis heute Unbekannter die Worte »Wer hat Bella in die Bergulme gesteckt?« an eine Wand mit Graffiti. Bis heute ist nicht geklärt, wer das Mädchen war oder wer der Täter ist. Und seit 1953 gibt es keine neuen Ergebnisse mehr zu diesem Fall. Texarkana Moonlight Murders. Alles spielte sich in der Stadt Texarkana ab. Texarkana ist eine Grenzstadt zwischen Arkansas und Texas. Am 22. Februar 1946, gegen 23.55 Uhr, wird das Paar Jimmy Hollis und Mary Larry von einem Unbekannten angegriffen, nachdem sie auf einer einsamen Straße, bekannt als der Lovers Lane, parkten. Der Angreifer schlug auf beide mit einer Pistole ein. Nach Augenzeugen trug er eine weiße Maske mit Aussparung für Augen und Mund. Insgesamt nahm der Täter 5 Leben während seiner Schreckensherrschaft über die Stadt Texarkana. Texas Ranger kamen sogar in die Stadt, um die Vorfälle zu untersuchen. Zuvor waren die Leute locker in der Stadt, doch jetzt besaß jeder eine Waffe und nachts schloss man sich im Haus ein. Ein Hauptverdächtiger war der Kleinkriminelle UL Swinney. Als er verhaftet wurde, sagte er nur, ihr habt mich für mehr als nur Autodiebstahl verhaftet. Auch seine Frau beschuldigte ihn der Taten und fragte die Polizei, woher sie es wussten. Später zog sie diese Aussage wieder zurück und Swinney wurde nie schuldig gesprochen für die Taten. Ermittler glauben heutzutage außerdem nicht mehr, dass er der Schuldige sei. Bis heute bleibt dieser Fall ungelöst. Später wurde der Film The Town That Dreaded Sundown gedreht, welcher auf diesem Fall basiert und über den wir auch in meinem Wahre Fälle die Horrorfilme inspirierten Video gesprochen haben. Therese Neumann. Therese Neumann wurde am 8. April 1898 in Konnersreuth geboren. Sie hatte 10 weitere Geschwister und war die Tochter eines Schneidermeisters. Mit 14 fing Therese an, als Magd auf einem Nachbarshof zu arbeiten und war ab dem Beginn des Krieges auch verantwortlich für die wirtschaftlichen Tätigkeiten des Hofes. Nach einiger Zeit erkrankte Therese aber stark und wurde blind. Erst als sie 1922 selig gesprochen wurde, kehrte ihr Sehkraft plötzlich zurück. Was Therese Neumann aber auf diesem Eisberg bringt, sind die Stigmata, die bei ihr ab dem Jahr 1926 auftraten. Unter Stigmata versteht man Wunden am Körper, die plötzlich auftreten, die in religiösem Kontext zu sehen sind und an die Wunden von Jesus Christus erinnern. Sie fing an, Schulterwunden in Form eines Kreuzes zu haben. Sie blutete unter der Brust, wo Jesus mit dem Speer verletzt wurde, und überall auf ihrem Körper erschienen kleinere Wunden, die als Spuren der Geiselung interpretiert werden konnten. Dies führte zu einem hohen Besucherdrang. An Tagen, wie zum Beispiel Karfreitag, wollten bis zu 5000 Menschen dieses Spektakel sehen. Außerdem soll Therese seit Jahren weder gegessen noch getrunken haben und Visionen aus dem Neuen Testament sollen aufgetreten sein bei ihr. Im Jahr 1962 verstarb sie an den Folgen eines Herzinfarktes. Bis heute polarisiert sie aber. Einige glauben daran, dass diese Wunden echt waren und es ein Zeichen von Gott ist. Andere werfen ihr vor, eine Lügnerin zu sein. Der Kriminalbiologe Mark Benecke untersuchte Rückstände ihres Blutes an einem Verband und kam zu dem Entschluss, dass es definitiv ihr Blut war, allerdings einiges Blut, vor allem das im Gesicht, nur aufgeschmiert war und nicht dort ausgetreten war. Die Diskussionen lassen aber nicht ab und die Wahrheit ist wohl nur eine Frage des Glaubens. Das Relikt von Bierhocker. Der Schweizer Unternehmer Gregor Spörri ist Ende der 80er Jahre in Ägypten unterwegs. Genauer gesagt in Bierhocker, eine kleine Siedlung 100 Kilometer von Alexandria entfernt. Dort lernt er einen alten Mann kennen, dessen Familie eine lange Geschichte mit Grabräubern hat. Sie unterhalten sich lange und gegen Ende des Gesprächs zeigt der alte Mann ihm seinen Familienschatz, der aus vielen gestohlenen Relikten besteht.
Unter ihnen auch das Relikt von Bir Hocker, ein gigantischer, mumifizierter Finger. Spurry darf das Relikt zwar nicht mitnehmen, aber Fotos davon machen. Sofort brach eine große Diskussion über die Echtheit des Fingers aus. Spurry zeigte sich währenddessen aber immer kooperativ und versucht bis heute eine logische Erklärung für den Finger zu finden. Er kontaktierte Mark Benecke, welcher ihm sagte, dass es nur mit Fotos nicht möglich wäre, etwas herauszufinden, es aber einige Krankheiten gibt, die zu solch großen Fingern führen könnten. Benecke sagte außerdem, dass der große Knochen eher für ein Tier sprechen würde, eine Fälschung aber auch nicht auszuschließen sei. Wem genau dieser Finger aber gehörte, ist unbekannt, und nur anhand von Fotos wird sich auch wohl leider nichts Neues in diesem Fall ergeben. Kupferkessel im Valley of Death. Die sibirische Taiga ist über 100.000 Quadratkilometer groß und weitestgehend verlassen und unerkundet. Einen Teil nennt man heutzutage das Valley of Death, das Tal des Todes. Dort in diesem Tal soll es Kessel aus Kupfer geben, die einem Haus sehr ähnlich sind. Im Inneren soll es mehrere Räume geben, die tief unter die Erde führen. Über die Jahre würden diese Kessel auch immer weiter in den Boden sinken und die Vegetation um diese Kessel herum sei beschädigt und vergiftet, weshalb Ureinwohner es verboten ist, in der Nähe zu sein, weil der Tod eine mögliche Folge wäre. Es gibt hunderte Augenzeugenberichten von diesen Kesseln. Wer sie erbaut hat, wieso die Gegend um sie giftig ist, ist allerdings nicht bekannt. Ruwer UFO-Sichtung. Der vorletzte Eintrag auf diesem Eisberg beschäftigt sich erneut mit einer UFO-Sichtung. Diesmal aber nicht in bekannten Gebieten wie Amerika oder Europa, sondern in Afrika. Genauer gesagt in Ruwer, Simbabwe. Im Jahr 1994 war eine Gruppe Schüler gerade auf dem Schulhof in ihrer Pause, als sie ein silbernes Objekt sahen, das auf dem Schulhof landete. Danach stiegen vier schwarz gekleidete Wesen aus und liefen zu den Kindern. Die meisten rannten weg, doch die, die blieben, konnten beobachten, wie die Wesen etwas sprachen und danach in das silberne Objekt zurückkehrten und wegflogen. Die Schüler erzählten dies dann den Lehrern, welche ihnen kein Interesse schenken wollten. Erst als die Eltern der Kinder an die Schule herantrat, schaltete sich auch die Presse ein. Alle Kinder erzählten die gleiche Geschichte von dem silbernen Objekt. Bis heute gibt es keine Erklärung für diese Begegnung. Sie zählt allerdings zu einer der bekanntesten UFO-Sichtungen in Afrika. The Boy in the Box. Kommen wir nun zum letzten Eintrag für diesen Eisberg. Es ist ein Fall, der schon einige Jahre zurückliegt, aber trotzdem heute noch schockiert. Im Februar 1957 findet ein Mann namens Frank einen Karton in der Wildnis. Im Inneren des Kartons waren die Überreste eines Jungen. Seine Haare wurden vor kurzem geschnitten und er trug keine Kleidung. Er war mit OP-Narben übersät und zeigte Anzeichen von Unterernährung. Die Fingerabdrücke des Jungen wurden genommen und die Polizei war zuversichtlich, dass sie bald Ergebnisse bekommen würden. Es wurden in der Nähe des Fundortes auch einige Beweise gefunden, wie eine blaue Mütze, ein Kinderschal und ein Taschentuch mit dem Buchstaben G darauf. Jedoch meldete sich niemand mit sinnvollen Informationen zu diesem Fall und das, obwohl über 400.000 Flyer verteilt wurden. Bis heute ist der Fall ungelöst. Erst 2002 wurde eine Theorie aufgestellt, bei der es um eine Frau ging, die im Rahmen der Ermittlungen Martha genannt wurde. Martha behauptet hierbei, dass ihr Vater das Kind gekauft hätte und sein richtiger Name Jonathan gewesen sei. Der Vater hätte das Kind aber extrem schlecht behandelt und es oft auch geschlagen und schließlich in der Badewanne ertränkt. Diese Informationen stimmten mit den Informationen überein, die die Polizei hatte und von denen sie wussten, dass sie nie öffentlich gemacht wurden. Martha allerdings hatte eine Vergangenheit mit Geisteskrankheiten, weshalb die Polizei skeptisch war. Beweise für Marthas Geschichte wurden nie gefunden und Augenzeugen, die sie kannten, sagten, dass sie alles nur erfunden hatte. Wer war also The Boy in the Box? Vielen Dank erstmal fürs bis hierhin durchhalten. Der Eisberg war mein bisher größtes Videoprojekt und es hat extrem viel Spaß gemacht, ihn mit euch zusammen zu erkunden. Gleichzeitig soll der Eisberg aber auch mein Abschied von der Mystery-Szene sein. In Zukunft soll es hier auf dem Kanal nur noch Crime und alles, was damit zu tun hat, geben. Das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt gar nicht mehr über Mystery sprechen werde. Im Gegenteil, hierzu habe ich einen zweiten Kanal mit dem Namen Seriously Cebu eröffnet.
Dort möchte ich euch all die Videos, Dokumentationen und Essays bieten, die auf dem Hauptkanal einfach keinen Platz mehr haben. Ich werde versuchen, dort regelmäßig hochzuladen und würde mich tausendfach freuen, wenn ihr ihn abonnieren würdet. Danke auch an alle, die an diesem Video mitgearbeitet haben und alle Kanalmitglieder, die mich seit Monaten unterstützen. Ihr seid die Besten. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn wir über einen neuen, spannenden Fall sprechen und einen neuen Abschnitt dieses Kanals starten. Bis dahin, bleibt gesund.